Was auch immer du bist. Ein Muskel-Zombie, ein überdimensionierter. Ein langgezogener Elfjähriger. Heißt es, wenn die Leichen alle auf einem Haufen sehen, dass man nicht sieht, ob man sie getötet oder nur verkrüppelt hat. Ich habe nur keinen Plan, was ich mit denen da oben mache, wenn ich dann wieder nicht runterkomme. Dass ich hier anfange, alles schlecht zu geben. Schon allein, wenn mir die Munition doch langsam ausgeht. Keine Ahnung, wie viel 46 Zombies, glaube ich. Ich sehe das nicht, weil die Anzeige verbuggt ist. Ein richtiges Safe-Game an, mein erstes richtiges in diesem Gameplay. Ah, shit. War ich doch zu langsam. Glaube ich jetzt mal. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt rausgehe, dann verbuggt. Oh, ein Bohrer. Ja, jetzt ist es verbuggt. Der Bohrer, der ist ja mal voll sweet. Das Teil ist ja mal übelst sweet. Ja, passt schon. Hab ja noch ein bisschen Leben. Wenn er jetzt noch sein Akku regenerieren würde über Zeit, dann wäre das ja voll die Überwaffe. Warum hat mir nicht früher jemand gesagt, hey, Malik, du hast einen Bohrer. Der killt Zombies, wenn du ihn in den Oberschenkel bohrst. Okay, der Raum hier scheint auch clear zu sein. Oh, da oben ist noch einer, aber an den komme ich höchstwahrscheinlich nicht ran. Unter realistischen Umständen. Oh, da ist noch ein Redneck. Da war ein Redneck. Oh, ich mag die Elevator nicht, habe ich beschlossen. Aber ich kann die auch nicht boykottieren, weil dann geht das Spiel nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich einfach schnell genug aussteigen oder so. Ah! Geh auf! Ja, also.
Blutbeutel! Finally! Ah, geht ja doch auf hier. War hier nicht eine? Nee, das war ein anderer Raum. Okay. Der Bohrer ist immer total übel. Auch wenn ich den Busch gerade für einen Zombie gehalten habe. Hör den George W. Busch, versteht ihr? Okay, hier war ich gerade. Dann versuch ich doch nochmal, mich durch diese Tür da zu cheaten. Ach, der Zombie ist gerade explodiert. Ich dachte, da wäre einer direkt neben mir gespawnt. Und zack. Ja, hier ist der Redneck, den ich gesehen habe von da unten. Nee, der ist da drüben. So, falls das Spiel wieder abspackt. Ich habe jetzt 73 und dann ist es jetzt 74. Perfekt. Kann ich doch jetzt wieder meinen Bohrer auspacken. Man kann auch noch normal mit dem schlagen. Aber bringt das irgendwas? So, mal schauen, ob der Fahrstuhl, ob die Fahrstühle allgemein verbuggt sind oder ob das nur der davor war. Ja, die Fahrstühle sind allgemein. Vielleicht nicht verbuggt, sondern schlecht designt, aber das ändert nichts daran, dass ich jetzt mit Absicht Leben verlieren muss, um hier lebend rauszukommen. Aber so viel Leben war es ja gar nicht. Dafür ist jetzt mein Sick Body Armor wahrscheinlich komplett aufgebraucht. Shit happens. Ignorierst du mich? Tja, ich ignoriere dich nicht. Ich ignoriere euch alle nicht. Ihr Gestalten. Dann nehme ich mal meine Pille. Warum ist die Pille auf dem Männerklo? Oh, ich bin halt so lustig. There's that holy water Lori mentioned. Was ist mit dem heiligen Water, das die Lori gemenschelt hat? Shit, ich hab in den Brustkorb gebohrt. Und der Zombies natürlich nichts. Weil die ja allgemeinhin bekannt kein Herz haben. Hold on, let me just pull my cock out. The holy water you see before you, according to the Old Testament, is believed to be the actual holy water Jesus used to perform the resurrection of Lazarus. Das klingt irgendwie doof. Also ich kenne die Bibel jetzt nicht so auswendig, aber ich glaube sogar ich kann sagen, dass das nicht passiert ist. Oh, hab den Zombie-Kill-Count erfüllt. Oh shit, da geht die Tür doch glatt auf. Ja.
Dann bohre ich meinen Bohrer jetzt noch leer. Shit. Ich glaube, ich zock jetzt so ein bisschen mit Dual Pistols. Einfach weil es wichtig, witzig ist. Was sich wohl hinter der Tür verbirgt. So spannend. Was ist das? Oh mein Gott, egal was es ist, es brennt. Wow. Okay, bringt das irgendwas, das hier auszupinkeln? Ich glaub nicht. Falls sich das überhaupt auspinkeln lässt. Benutze ich doch mal den Granatenwerfer, wenn er da schon liegt. Macht das Viech eigentlich irgendwas außer Dynamit schmeißen? Das fände ich nämlich einen ziemlich langweiligen Bosskampf, wenn man dafür keine Taktik braucht. Ich glaube, ich habe ihn gerade gekillt. Auch wenn man das Stil echt nicht gesehen hat. Es hätte schon noch so eine coole Filmsequenz kommen können, weil so... Und dann explodiert in einem Feuerball. Von Menschen zerschießt ihr mir den Kopf, aber... ja, mal sehen, das Vieh ist durch die Wand durchgeklippt. Aber... Also ich sehe schon, wenn ich Probleme mit Lebensenergie bekommen sollte jetzt unterwegs, kann ich diesen Ort gerne konsultieren. Und wisst ihr was? Das ist gerade ein schöner Punkt, um Schluss zu machen nach diesem Bosskampf. Mit der heutigen Session. Ich habe jetzt schon eine ganze Stunde gespielt und langsam habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn taub wird. Also, tschüss Kinder!